Unser Anfang und unsere Hilfe kommen von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der Worte und Treue hält alle Zeit und der niemals preisgibt ein Werk seiner Hände. Amen. Wir vom heutigen Gottesdienstteam grüßen Sie und euch herzlich aus der reformierten Kirche in Salzbergen. Nach Lünne und Schapen ist nun die kleinste der drei Triangelgemeinden an der Reihe für eine Videoübertragung. Dieses Gebäude hier wurde 1984 an der Stelle der alten reformierten Schule hier errichtet und dient ca. 260 Gemeindemitgliedern aus Salzbergen und Emsbüren als vielfältiger und lebendiger Versammlungs- und Begegnungsort. In den aktuellen Corona-Zeiten ist dies leider nur eingeschränkt möglich, aber wir hoffen auf Wandel und Rückkehr. Darum haben wir diese Hoffnung auch als Thema für unseren Gottesdienst gewählt und verweisen mit Texten, Liedern und Symbolen auf diese göttliche Gabe für uns und in uns. Mag im Dreiklang Glaube, Hoffnung, Liebe nach Paulus die Liebe auch die größte dabei sein, doch bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt. Und so wollen wir für uns und für euch feiern und zusammenkommen unter der Ermutigung aus Römer 12, Vers 12. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig im Leiden und haltet fest am Gebet. Amen. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau. Dieses Schiff, so wie es hier steht, hat großen Wiedererkennungswert in der Welt. Ja, es soll die Arche Noah darstellen, unser erstes Hoffnungszeichen. Mitten in Flut und Regen war sie ein Ort der Bewahrung, des Durchtragens, der Hoffnung auf Rettung. Heute ist der Name Arche oft Programm für Aktionen, Einrichtungen oder Häuser, die Menschen in vielen Bedrohungen Hoffnung geben wollen. Hoffnung auf Besserung, Geborgenheit und Hilfe. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Der Anker des Schiffes ist zu einem bekannten Hoffnungszeichen geworden. Darum ist er auch oft in der grünen Farbe der Hoffnung gehalten. Grün für Leben und Lebendigkeit. Vor Anker gehen, diese Redewendung meint, nach langer Fahrt auf dem Meer ist nun der sichere Hafen erreicht. Hoffnung ist erfüllt und die Schiffbesatzung ist am Ziel angekommen. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Die Taube gehört zur Arche. Genauer zum Ende dieser langen Irrfahrt im gefluteten Gebiet. Sie bringt beim zweiten Rückflug einen Zweig im Schnabel mit und alle Insassen ahnen, nun gibt es wieder grüne Erde statt schmutzige Wassermassen. Die Hoffnung wächst, dass ganz bald das normale Leben an Land wieder möglich sein wird. Beim dritten Freiflug kommt die Taube nicht wieder zurück. Sie hat wohl hoffnungsfroh ein Nest gebaut für das nachwachsende neue Leben. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht.
Die Hoffnungsgeschichte der Arche Noah endet mit einem berühmten Hoffnungszeichen, dem Regenbogen. Sobald die Sonne anfängt, die dicken Wolken wegzuscheuchen, spiegelt sich ihr Licht in tausend Tropfen so wunderbar rund und farbenprächtig. Das gibt uns allen bis heute die hoffnungsvolle Aussicht Gottes auf Besserung und Hilfe. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, in diesen Zeiten können wir nicht zusammenkommen, um wie gewohnt Gottesdienst zu feiern. Die von uns so geschundene und ausgebeutete Natur hat unseren vertrauten, eingefahrenen Leben einen Riegel vorgeschoben. Das Virus hat uns im Griff, legt uns Beschränkungen auf. Gott, du kennst uns, kennst jeden Einzelnen und schaust in unser Herz. So kommen wir zu dir, dein Wort zu hören, dich zu uns reden zu lassen. Sehe in uns den Keim, der zur Hoffnung erwächst. Amen. Im Gesangbuch gibt es ein modernes Hoffnungslied. Die Orgel hat die Melodie gerade eben vorgespielt. Das Schöne an diesem Lied ist, dass sich Hoffnung von erfahrenen, guten Taten und Erlebnissen nährt. Ich zitiere uns die erste Strophe. Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unseren Menschenstraßen. Liebe und Wärme in der kalten Welt. Hoffnung, die wir fast vergaßen. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Wir hören die Lesung aus 1. Mose 6 bis 9. Gott sprach zu Noah: Noah, du sollst dir ein großes Schiff bauen, denn es wird lange Zeit regnen und die Erde wird von Wasser bedeckt sein. Deine Familie will ich retten und die Tiere, damit es danach mit dem Leben weitergeht. Da hörte Noah auf Gott und baute eine Arche, 3 Stockwerke hoch. Als sie fertig war, nahm er von allen Tieren je ein Paar mit auf die Arche. Dazu ausreichend Futter. Dann ging er selbst mit seiner Frau und den 3 Söhnen und ihren Frauen in die Arche und verschloss sie sicher. Als der Regen kam und alles überflutete, trieb die Arche viele Tage auf dem unendlichen Meer. Erst nach 40 Tagen hörte der Regen auf und die Arche rammte einen Berg, der aus dem Wasser ragte. Da nahm Noah eine Taube und ließ sie aus dem einzigen Fenster fliegen. Kurze Zeit später kehrte sie zurück. Sie hatte nämlich kein Land gefunden. Nach einer Woche ließ er die Taube abermals fliegen. Am Abend kehrte sie zurück und hielt einen Zweig vom Ölbaum im Schnabel. Da wussten alle in der Arche, es gibt wieder Land. Nach einer weiteren Woche schickte er die Taube ein drittes Mal auf die Reise und sie kehrte nicht zurück.
Noah öffnete die Arche, weil er nun sicher sein konnte, dass es wieder trockenes Land geben würde. Und so war es auch. Noah baute dann einen Altar und dankte Gott für die Rettung. Von der Erde bis zum Himmel zeigte sich ein großer Regenbogen, der in allen Farben schimmerte. Da sprach Gott zu Noah: Ich will die Erde niemals wieder vernichten. Solange die Erde steht, soll dies nie aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und als Zeichen dafür stelle ich meinen Bogen in den Himmel, damit ihr euch immer an dieses Versprechen erinnern sollt. Amen. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, zu Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Zuschauer, liebe Gemeinde, wie lange denn noch? Sie alle kennen diese quengelnde Frage von Kindern auf dem Rücksitz im Auto. Jetzt, in diesen Zeiten, höre ich die Frage von vielen Menschen um mich herum. Manchmal sehe ich ihnen die Frage an müden Augenringen. Und ich höre die Frage auch in mir drin, wie lange denn noch? Was für eine Durststrecke! Dass ich diese Corona-Zeit so lange hinziehen würde. Ja, irgendwie bis nach Ostern. Okay, bis Ende Mai vielleicht. Dann vielleicht bis zum Sommer. Mit jeder Woche ist deutlicher geworden, auch wenn es zwischendurch Lockerungen gab, das Ganze dauert vermutlich alles viel, viel länger und niemand kann sich auf ein "Dann ist endlich alles vorbei" Datum festlegen. Was trägt mich dann durch diese Zeit? Wie halte ich das durch? Natürlich, da sind die vielen kleinen Hoffnungen. Sie bestimmen unseren Alltag. Von Tag zu Tag, von Woche zu Woche und von Statistik zu Statistik. Zu Beginn der Pandemie, hoffentlich dürfen wenigstens die Kinder bald wieder in den Kindergarten und in die Schule. Bei vielen Eltern stand das und steht es auch aktuell ganz weit oben auf der Hoffnungsliste. Für sich selbst, aber erst recht auch für die Kinder. Und was ist mit den älteren Verwandten, mit Eltern und Großeltern? Halten Sie das durch? Ein Herzenswunsch so vieler Angehöriger. Hoffentlich senken sich die Zahlen. Hoffentlich findet die Feier statt,
Hoffentlich kann man in Urlaub fahren. Hoffnungen. Von Woche zu Woche, von Lockerung zu Lockerung. Und dann immer wieder diese Enttäuschungen, Verschärfungen und Entbehrungen. Was trägt dann? Welche Hoffnung hält mich über Wasser, wenn die Kleinen untergehen? Irgendwie muss ich doch durchhalten. Hoffnung? Hoffnung nährt sich von Geschichten, also nicht von logischen Erklärungen oder philosophischen Theorien, sondern von dem, was wir erzählen können. Geschichten, die selbst von Hoffnung handeln und sie so auch in anderen wecken. Um eine davon soll es heute gehen. Und auch wenn das Wort Hoffnung in ihr selbst gar nicht vorkommt, für mich ist sie trotzdem durch und durch eine Hoffnungsgeschichte. Voll von Bangen und Hoffen. Noah, ein frommer Mann, mit ihm beginnt diese Hoffnungsgeschichte. Viele erinnern sich an diese Geschichte als eine, die Kinder lieben, mit den vielen Tieren und dem Schiff. Und sie fehlt auch in keiner Kinderbibel, oft kindgerecht und farbenfroh illustriert. Aber jetzt spricht sie auch zu mir in diesen Durststrecken. Noah sieht eine Katastrophe auf sich und auf die ganze Welt zukommen. Denn Gott hat ihm die Flut angekündigt. Ein Neuanfang mit der wild gewordenen Schöpfung und dem missratenen Menschen sei nötig. Bau ein Schiff, hat ihm Gott befohlen und einen Plan gegeben. Genaue Maße für einen Kasten von Tannenholz kann man darin mit Pech versiegelt, ein Fenster, eine Tür, drei Stockwerke. Und dann kommt er, der Regen, 40 Tage und Nächte am Stück, auf der ganzen Welt, die Sintflut. Und so heißt es denn in Genesis, und die Wasser wuchsen und hoben die Arche auf und trugen sie empor über die Erde. Unsere Sintflut heißt Corona. Wobei, um das gleich klarzustellen, ich glaube nicht daran, dass Gott das Virus als erzieherische Maßnahme einsetzt. Aber dieses Arche-Gefühl, das gibt es auch jetzt weltweit bei vielen Menschen und auch bei uns hier. Wir haben die Katastrophe vor uns aufziehen sehen wie die dunklen Regenwolken. Und nun sind wir seit Wochen, seit Monaten wie in einer anderen Welt, die wir vorher nicht kannten, eingepfercht in dunkle, mit Pech versiegelte Kammern, isoliert und alleine. Alles, alles um uns herum ist ins Wanken geraten. Vieles aus dem alten Leben scheint weggespült. Und dann gibt es wieder Lockerungen, Öffnungen, Hoffnung. Und jetzt der Rückfall. Viele Wünsche und Hoffnungen sind zerplatzt. Manches ist schon untergegangen und es ist noch lange nicht wieder alles beim Alten und wird es auch nicht mehr werden. Viele bangen weiterhin um ihre Gesundheit oder um ihre wirtschaftliche Existenz. Der feste Boden, wo ist er geblieben? Für Noah, seine Familie und die Tiere ist das die Arche. Sie gibt ihnen Schutz, Boden unter den Füßen und Geborgenheit mitten in diesem Unheil. Und damit ist sie mehr. Ein Versprechen, dass Gott sie durch diese Not hindurch leiten und begleiten wird. Sie ist der Grund für ihre Hoffnung. Seitdem Corona unser Leben auf die wogenden Wellen gesetzt hat, suchen wir nach dem, was uns trägt, wie die Arche. Und das auch jetzt, wo uns klar ist, wie viele neue Einschränkungen unser Leben negativ beeinflussen wird. Das Zuhause oder die Familie kann so ein Halt sein. Etwas, das bleibt von vorher. Die Natur, die ihren Frühling nicht absagen musste und bald wieder vor der Tür stehen wird. Vogelzwitschern als Fels in der Brandung. Neue Hoffnung.
Erfahrungen von überstandenen Krisen sind wie ein Hoffnungstrittbrett für die Füße, die nach Halt suchen. Aus den skandinavischen Ländern kommen diese kleinen Kerle. Sie heißen Optimisten und sollen den Besitzer durch ihr unbändiges Zappeln und Hüpfen aufmuntern. Sie sollen uns im Alltag daran erinnern, dass wir glücklich und optimistisch sein sollen. Ein kleiner Anstoß reicht aus und sie springen hoch und runter und zaubern uns so ganz einfach ein Lächeln ins Gesicht. Und tatsächlich, Hoffnung kommt von Hüpfen. Das klingt erstmal lustig, ist aber wohl offensichtlich wahr. Das Wort Hoffnung hat nämlich den Ursprung im Niederdeutschen hoppen, also hopsen, hüpfen. Vor Erwartung unruhig springen und zappeln. So wie Kinder eben hüpfen, wenn ihre Hoffnung im Herzen untrennbar verbunden ist mit der Freude auf das, was sie erwarten. Wir Menschen stehen ja immer zwischen einer Vergangenheit und einer Zukunft. Da ist meine vergangene Geschichte mit alter bewerteten Mustern von früher und es kommt eine unbekannte Zukunft auf mich zu. Eine lebendige Hoffnung verbindet beides wunderbar miteinander und kann wie ein doppelter Anker gesehen werden. Frühere Erfahrungen und Geschichten, sie geben der Hoffnung ihren Grund und halten nach hinten. Wir sind dann dort gut festgezürt. Aber die Hoffnung braucht auch eine Richtung, ein Ziel, auf das sich das Hinhopsen hinhoffen lässt. Also ein Anker, der sich hoffnungsgewiss in die Zukunft verkeilt. Noah hat die Arche unter den Füßen, aber er hat auch nach vorn geblickt. Es wird Zukunft geben, irgendeine Form von Rettung. Gott selbst hat ihm einen Bund versprochen. Aber was würde das sein? Vermutlich wären Noah und seiner Familie konkrete Daten für die Rückkehr ins alte Leben lieber. Statt einen Bauplan für eine Arche hätte er lieber einen Bauplan für ein Zukunftsparadies bekommen. Die einzige Idee von Zukunft war diese Taube, die er hoffnungsvoll losfliegen ließ. Vielleicht würde sich damit ja ein Türchen öffnen lassen, ein Sichtfenster in Richtung Morgen und Übermorgen. Zuerst wirkte es nach dem Motto Versuch und Irrtum, als die Taube schnell und müde geflogen zurückkehrte. Die Hoffnung plante aber schon den zweiten Versuch und der wird belohnt. Der mitgebrachte Ölbaumzweig zeigte an, es gibt wieder grünes bewachsenes Land. Und weil die Hoffnung langen Atem hat, folgt bald Versuch Nummer 3. Und die Taube bleibt verschwunden, denn sie baut bereits an ihrem neuen Leben. Die Strandung der Arche irgendwo würde kein Zurück zum Alltag sein und sie würden auch nicht im Paradies landen. Das müssen Noah und die anderen auch schon auf der Arche geahnt haben. Langsam versiegt das Wasser. Endlich wieder Land. Wie erleichternd für die Reisenden auf der Arche. Es geht weiter. Es gibt eine Zukunft nach der Flut. Einfach wieder normal leben wie früher. Nie wieder eine Krise. So geht die Geschichte nicht aus. Noahs Geschichte nicht und unsere wohl auch nicht. Aber mit jedem Stück trocknendes Land hat seine große Hoffnung ein Stück Gestalt bekommen. Und so stehe ich hier in dieser seltsamen Zeit und meine Hoffnung ist aufgespannt zwischen beiden Ankern, zwischen Rückblick und Ausblick, zwischen dem, was mich trägt und dem, was mich in die Zukunft zieht. Den Blick wach zu halten für alle Möglichkeiten des Lebens, in allem, trotz allem. Das ist eine Art, wie ich heute Tauben der Hoffnung losschicken kann. Diese Haltung, dieses aktive Tun, das bedeutet für mich, hoffnungsfroh zu leben.
Ein wunderbares Wort, hoffnungsfroh. Und Hoffnung kommt ja auch von Hüpfen, erinnern Sie sich? Da geht es nicht darum, ob Wünsche erfüllt werden. Hoffnungsfroh, das ist eine Lebens- oder eben Glaubenshaltung. Und so sehr wir im Moment als Christinnen und Christen und als Kirche da sind zum Trösten und zum Mitleiden, so sehr dürfen wir nicht vergessen, auch diesen frohen Unterton der Hoffnung weiterzutragen. Tauben losschicken, Ausschau halten nach dem, was uns trägt und worauf wir leben. Und damit das Leben in diesem Moment schon verändern. Wir werden ganz neu zu schätzen wissen, wenn wir das Leben einfach wieder genießen dürfen. Und auch in unserer Noah-Geschichte gibt es ein Happy End. Noah dankt Gott und Gott richtet den versprochenen Bund auf und spricht: Mein Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund. Gott selbst setzt das Hoffnungszeichen schlechthin, den Regenbogen. Der Bogen in den Wolken, die ganzen Hoffnungsfacetten kommen in ihm zusammen, die mir die Noah-Geschichte erzählt. Es gibt ihn nicht an den Sonnentagen des Lebens, sondern er leuchtet dann auf, wenn alles verregnet und dunkel verhangen ist. Die gebogene Form mit ihrem Anfang und dem Ende erinnert mich, dass die Hoffnung einen Grund und ein Ziel hat. Dann die Farben, alles andere als dezent, sondern eben prall, bunt. Einmal die ganze Palette, so als sollten wir sehen, so wunderschön geht es im Himmel zu. Auf diesen kommenden Himmel kannst du hinhüpfen und hinhoffen. Das wird dein Leben auch jetzt schon bunter und schöner machen. Und mir fällt am Ende kein besseres Wort für das Gefühl ein, das Menschen haben, wenn sie einen Regenbogen am Himmel entdecken. In dem Moment sind sie durch und durch hoffnungsfroh. Amen. Dein Wort, o Herr, sei mein Regenbogen, meine Hoffnung an dunklen und trüben Tagen. Amen. Ja. Seid Leute!
Was auch immer vor uns liegt, du bist da, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Nah sind uns in diesen Tagen Ängste und Sorgen. Was morgen ist, wie es uns selber geht und denen, die wir lieben. Wir bitten dich für unsere Freunde, für unsere Kolleginnen und Kollegen. Wir bitten für den Geschäftsmann von nebenan, der sein Geschäft schließen musste und nun um seine Existenz bangt. Wirtschaftliche Ängste, Vereinsamung und seelische Not werden vielfach greifbar und lähmen uns. Herr, du hilfst, du hast die Macht, die Ketten zu sprengen und diese Geißel zu überwinden. Wir wollen aber auch all jene nicht vergessen, die vor Hunger und Krieg auf der Flucht sind, die ihre Heimat verlassen mussten. Wir bitten für die Menschen, deren Zelte in den Flüchtlingslagern Naturkatastrophen und Feuersbrünsten zum Opfer gefallen sind. Und die besonders schwer unter der Corona-Pandemie zu leiden haben. Herr, gib ihnen Hoffnung, Zuversicht und eine Zukunft. Lieber Gott, wir danken dir, dass wir nach vorne sehen können. Wir danken dir für ein Lachen in schwerer Stunde, für die Hoffnung, die du uns gibst. Mit Hoffnung, Freude und Zuversicht wollen wir in diesen Tag gehen und deinen Namen loben. Und so beten wir gemeinsam. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Schluss möchte ich herzlichen Dank aussprechen den Mitwirkenden in diesem Gottesdienst, denn zusammen haben wir ihn vorbereitet und gestaltet. Herzlichen Dank geht an Helga Kopmann, unsere Organistin, an Anja Buscher, die Solistin der Lieder, an Julia Küpers, unsere Lektorin. Die Konfirmanden waren Justin, Hannes und Tommy und unser Prediger im Ehrenamt war Joachim Baukamp und ich selber, der Pastor Joachim Korporal. Herr unser Gott, segne und behüte uns. Spanne deinen Hoffnungsbogen über uns und sei uns gnädig. Herr unser Gott, erhebe dein freundliches Angesicht über uns und schenke uns deinen Frieden. Amen.